Hallo, ich möchte euch zeigen, was ich heute zum Geburtstag bekommen habe. Ich bin nämlich heute 40 geworden. Diesen Kuchen hat mir die Tochter einer Kollegin gemacht. Das finde ich total niedlich. Das hat sie schon mal gemacht. Und das ist heute das beste Geschenk. Das ist so süß gemacht. In der Mitte ist noch Glitzer. Und dann die ganzen Blumen und Herzchen. Und sie steht halt total auf Pink. Ja, ist total schön. Da kam meine Kollegin mit den Kerzen rein. Ja, habe ich mich total drüber gefreut. Muss ich euch jetzt unbedingt zeigen. Den habe ich auch nicht angeschnitten auf der Arbeit. Ich habe gesagt, nein, den nehme ich mit nach Hause. Den kriegt keiner von euch. Ich hatte auch Kuchen mit. Den sollten sie dann essen. Aber den, ja, ich wollte das auch meinem Mann zeigen. Und ich wollte es euch halt gerne zeigen. Ich habe jetzt eine andere Kamera. Ich hoffe, die Aufnahmen sind in Ordnung. Weil meine Handykamera ist leider kaputt. Mir ist das Handy ins Wasser gefallen. Also eigenes Verschulden. Ich werde damit aber zu so einem Handy-Doc gehen. Mal gucken, vielleicht können die das reparieren. Die Tochter von der Arbeitskollegin, die geht auch arbeiten. Und hat mir von ihrem eigenen Geld, was sie hätte gar nicht machen brauchen, weil sie hat mir ja schon den Kuchen gebacken. Also da habe ich mich schon so mega drüber gefreut. Und hat mir noch so ein Parfüm gekauft. Und mir gefällt das Parfüm auch. Das riecht echt total lecker. Ich weiß nicht, ob sie das Video sehen wird. Ich werde ihrer Mutter Bescheid sagen. Vielleicht freut sie sich ja, wenn ich ihre Sachen hier zeige. Aber ich habe mich wirklich sehr gefreut. Vanessa, vielen, vielen Dank. Das ist, der Kuchen ist das schönste Geschenk heute. Das kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen. Dann hat sie hier noch so eine freche Karte. Ich glaube, wir brauchen heute eine ganze Menge Kerzen. Ja gut, die passten wohl nicht auf den Kuchen, 40 Kerzen. Ich weiß auch nicht, ob meine Kollegin dann irgendwie die ganze Firma abgefackelt hätte. Die ist nämlich mindestens genauso tollpatschig wie ich. Ist schon besser mit den 4 Kerzen. Für jedes Jahrzehnt eine. Habe ich mich mega drüber gefreut. Danke, Vanessa. Ja, wurde hier sogar im Video erwähnt. So, dann habe ich von meinen Kollegen, ich finde die Karte so geil. Guckt euch diese blöde Giraffe mal an. Ist doch cool, oder? Ja, also diese Karte. Ich will das jetzt nicht aufmachen. Da stehen halt die Namen drin. Die haben mir so einen Kleiderschrank gebastelt mit Geld drin. Kann ich jetzt schlecht zeigen. Ich will es auch jetzt nicht auspacken. Da hängen zum Beispiel, hier unten sieht man so Kleidchen. Habe ich noch nie gesehen. Da ist auch eine Hose ganz am Rand. Und oben sind halt Hemden. Ja gut, die kennt man vielleicht, ne? So Hemden. Ja, ich kann es euch jetzt leider nicht so richtig zeigen. Ich will die Kamera jetzt auch nicht abnehmen, dann werdet ihr seekrank. Hier oben, das Rascheln tut mir jetzt leid, haben die das Ganze mit so, wie nennt man die, Pfeifenreiniger-Dinger? Chenildraht oder so, ich weiß gar nicht. Das finde ich, sieht total cool aus. Ist auch eine schöne Idee, muss ich mir mal merken. Ja, das habe ich von meinen Kolleginnen bekommen, also Geld und diese coole Karte. Und dann habe ich eine Kollegin, die muss immer noch so eine Kleinigkeit für jeden kaufen, obwohl sie sich an dem Geschenk auch beteiligt hat. Aber das lässt sie sich nicht nehmen, das macht sie immer, das macht sie auch bei jedem. Und da habe ich diesen süßen Gummibärchenblumenstrauß bekommen. Den finde ich total niedlich. Und so ein kleines Schweinchen, so ein Sparschweinchen mit meinem Namen drauf. Und hier sind noch so zwei verliebte Elefanten. Sie steht irgendwie total darauf, wenn hier irgendwo ein Name drauf steht. Und wenn sie irgendwie sowas sieht, dann kauft sie das direkt in Massen, um uns das zum Geburtstag zu schenken. Ja, finde ich total süß. Ja, den stelle ich mir auch hier auf die Fensterbank oder vielleicht auch auf die Arbeit, mal gucken. Ja, das war es jetzt von der Arbeit. Von meinem Mann kriege ich Geld, habe ich schon in Auftrag gegeben. Ich mag nicht, wenn er mir Geschenke aussucht. Das ist meistens dann nicht so mein Geschmack. Aber mit Geld kann ich... Ich will das Geld eh wegtun. Ich möchte damit gern shoppen gehen. Ja. Das war's dann erstmal. Also das war jetzt das erste Geburtstagsvideo. Vielen Dank nochmal an alle. Vor allem an Vanessa. Mal gucken, wie der Kuchen schmeckt. Ich warte noch auf den Micker und dann werden wir den mal probieren. Also, bis nachher, ihr Lieben. Tschüss.